Oh hey, wir sollten mal über kostenlose Spiele reden. Gute, kostenlose Spiele. Das ist eigentlich alles, worum es in dem Video geht. Ey, ich zeige euch 5 gute, kostenlose Spiele, die ihr unter Umständen vielleicht sogar tatsächlich spielen wollt. Einzige Regel für das Video hier ist, dass die Spiele auch wirklich kostenlos sind. Das bedeutet, keine Microtransactions oder dergleichen. 5 zu 100% kostenlose Spiele. Für den Fall, dass ich es noch nicht oft genug erwähnt habe. Wisst ihr, von welchem Spiel wir noch mehr Versionen brauchen? Cave Story, ein Metroidvania, in dem wir den kleinen Fully spielen und uns an ziemlich fantastischer Musik erfreuen. Tatsächlich startete Cave Story aber als ein kostenloser Download, welcher zumindest die erste Version auch bis zum heutigen Tage noch ist. Das bedeutet, wenn ihr von dem Spiel schon immer wieder mal gehört habt und nur zu geizig wart, es euch zu kaufen, könnt ihr es euch jederzeit kostenlos runterladen und spielen. Gerüchten zufolge erzählt man sich sogar, dass Cave Story ein wirklich gutes Spiel sein soll. Hab ich gehört. Genaue Unterschiede zu den kostenpflichtigen Versionen kann ich euch aber nicht aufzählen, weil es mir wirklich egal ist. Erinnert ihr euch noch an den Mario Maker? Ja, das war ein Konzept, welches nicht zu 100% aufgegangen ist. Auf jeden Fall gibt es für den PC den kostenlosen und unerwartet guten Mega Maker. Wie Mario Maker und Mega Man. Mögt ihr Mega Man? Auf jeden Fall können wir in dem Spiel ähnlich wie der Vorlage Mega Man Level erstellen und auch spielen. Im Vergleich zu Mario Maker gibt es sogar vernünftige Suchfunktionen für die Level der anderen User. Ich mochte das Level, in dem Gott Tetris spielt. Oh nein, das Spiel wird vermutlich nicht von Capcom runtergenommen. Capcom ist nicht Nintendo. Wenn ihr auch nur im Entferntesten etwas mit Mega Man anfangen könnt, solltet ihr es euch wenigstens mal anschauen. Vor kurzem habe ich in einem Video über das Storytelling von The Stanley Parable geredet. Es ist ziemlich gut. In The Stanley Parable spielen wir Stanley und laufen durch sein Büro, während der Erzähler uns sagt, was wir machen sollen. Ob wir es letztendlich machen oder nicht, beeinflusst, wie das Spiel weitergehen wird. Aber wusstet ihr, dass ihr das Spiel kostenlos spielen könnt? Zumindest mehr oder weniger. Es gibt eine Demo, deren Inhalt sich nicht in der Vollversion finden lässt. Das bedeutet, ihr bekommt mit der Demo eine kleine Version des Hauptspiels, die so gesehen ein eigenes Spiel ist. This isn't the Stanley Parable. This is a game where you press a button and it says 8. Not only is the Stanley Parable not a game about continuously pressing the number 8, I can guarantee that this button does not appear anywhere in the main game. Why is it here instead of the demo for the Stanley Parable? Where did the demo go? Es ist ziemlich fantastisch. Schaut es euch an. Ich liebe das Stanley Parable. Diejenigen unter euch, die meinen Let's Play-Kanal verfolgen, werden wohl mit der Cube Escape-Reihe vertraut sein. Es sind Point-and-Click-Adventure, die zu dem Room-Escape-Genre gehören, was scheinbar eine Sache ist, die existiert. Bei sämtlichen Teilen handelt es sich um relativ kurze Point-and-Click-Adventures mit einer zum Teil unerwartet düsteren Story, deren Ausgang immer irgendwas mit Blut und Tod zu tun hat. Wenn ihr mehrere oder alle Teile gespielt habt, lässt sich in dem Ganzen auch noch eine große, über verschiedene Jahre gehende Lore erkennen, welche mir persönlich immer ziemlich egal war. Ich spiele die Spiele hauptsächlich, weil sie im Kern für das, was sie sind, wirklich gut sind. Mit ihrer Länge von 20 bis 40 Minuten sind sie in der Regel auch immer genau die Menge an Point-and-Click-Adventure, die ich möchte. Wenn ihr interessiert seid, könnt ihr die Teile im Browser spielen, runterladen oder auch auf Mobile Devices. Vermutlich ebenfalls runterladen. Wisst ihr, was beängstigend ist? Jumpscares. Gruselig. Spooky's Jumpscare Mansion ist ein Spiel, in dem es tatsächlich um ein Haus voller Jumpscares geht. Wir spielen wen auch immer und haben die Aufgabe, insgesamt 1000 Räume zu durchqueren. Nicht mehr und nicht weniger. Natürlich gibt es überall zum einen die Jumpscares und zum anderen noch Monster, die gewissen Verhaltensweisen folgen. Schleimlimmel zum Beispiel taucht immer dann auf, wenn Schleimpfützen am Boden sind und er verfolgt uns, ist ein ziemlich langweiliges Monster. Ich weiß nicht genau warum, aber ich mag das Spiel. Es ist auf der einen Seite extrem nervig, durch die 1000 Räume zu gehen, und auf der anderen Seite hat alles einen gewissen Charme. Schaut euch Spooky an. Ist fantastisch. Liebe dich. Okay. Wenn ihr euch das Spiel mal anschauen wollt, könnt ihr es euch einfach auf Steam kostenlos runterladen. Ich würde es auf jeden Fall empfehlen. Kennt ihr ansonsten noch gute, kostenlose Spiele, die gut sind? Falls ja, dann Ihr wisst, wie die abschließenden Worte von YouTube-Videos in so einer Situation aussehen, beziehungsweise klingen.
Cool. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.